werden wir vermutlich jetzt auch gleich den Fraktionsvorsitzenden der Linken, nee, den Landesvorsitzenden der Linken, Klaus Lederer, erleben. Immer mehr habe ich den Eindruck, dass es bestimmte Debatten gibt, die sollte man besser am Beginn einer Legislaturperiode führen als an ihrem Ende. Es ist jetzt schon eine ganze Menge dazu gesagt worden, wie wichtig der Bonn-Berlin-Beschluss vor 25 Jahren für unsere Stadt war. Damals gab es auch in unserer Partei manche, die diese Entscheidung wegen der wechselvollen Geschichte Deutschlands und Berlins mit Sorge betrachtet haben, die sich die Frage gestellt haben, wie das wohl bei unseren Nachbarn in Polen ankommen würde, wenn die Hauptstadt Deutschlands wieder Berlin heißen würde. Gleichwohl, es war eine richtige und es war eine wichtige Entscheidung. Und die Stimmen der PDS-Linke Liste im Bundestag mit Gregor Gysi an der Spitze gaben am 20. Juni 1991 den Ausschlag für die Hauptstadtentscheidung zugunsten Berlins. In keiner Fraktion war die Zustimmung größer. Da sind wir durchaus auch heute noch stolz darauf, Herr Schneider. Und lieber Herr Schneider, es kommt ja nicht so häufig vor, dass Westberliner CDU-Politiker sagen, sie würden der PDS für irgendetwas, Zitat, ewig dankbar sein, wie es Peter Radunski jüngst getan hat. Der hat da mehr Größe als Sie. Meine Damen und Herren, aber ein Hauptstadtbeschluss macht noch keine Hauptstadt. 25 Jahre sind eine lange Zeit. Nicht ganz so lange her ist der 21. Oktober 2001, der Tag vorgezogener Neuwahlen in Berlin. Das war der Tag, an dem eine große Koalition abgewählt wurde, die mit jahrelanger Misswirtschaft und Vetternwirtschaft, deren drastischster Ausdruck der Berliner Bankenskandal war, Berlin schwer geschadet hat. Herr Saleh, da kann man auch mal drei Worte drüber verlieren, das ist auch Ihre Geschichte. Und daran zu erinnern, heute zu erinnern, ist mir wichtig, denn mit dem Ende der Koalition 2001 begann Berlin nicht nur Hauptstadt zu heißen, sondern auch Hauptstadt zu werden. Weltoffen, attraktiv und mit wachsender Anziehungskraft. Es kam Bewegung in die Hauptstadtkultur. Thomas Frier hat etwas erreicht, was seine Vorgänger Roloff Mumin, Radunski oder Stölzel nicht hinbekommen haben, obwohl ihre Partei im Bund an der Macht war. Die Übernahme solcher Einrichtungen wie das Haus der Kulturen der Welt, die Akademie der Künste, die Deutsche Kinemathek, die Berliner Festspiele, das Jüdische Museum oder den Gropiusbau durch den Bund. Der Bund und die anderen Länder taten sich nach wie vor schwer, Berlin auch als Hauptstadt zu akzeptieren. Berlin war zwar längst Regierungssitz, aber immer wieder sagten alle, Berlin möge gefälligst nicht so viel fordern. Ein Tiefpunkt erreichte dieses Nichtverhältnis 2006, als Berlins Klage vor dem Bundesverfassungsgericht auf Bundeshilfen scheiterte. Obwohl die Stadt ein hartes Sanierungsprogramm durchgeführt hatte, blieb ihr die Unterstützung beim Schuldenabbau versagt. Die Folgen dieses einmaligen Konsolidierungs- und ja auch Kürzungsprogramms spüren wir noch heute, manchmal schmerzlich, wenn ich etwa an den Solidarpakt des öffentlichen Dienstes denke und das von dieser Koalition gebrochene Versprechen zur zügigen Angleichung an den Bundesbesoldungsdurchschnitt, wenn wieder Geld da ist. Auch als Anerkennung dieses nicht ganz einfachen Verzichts dieser Beschäftigten. Aber nicht nur mit der Besinnung auf die eigene Kraft in fiskalischer Hinsicht brach Berlin mit einer liebgewonnenen Haltung aus alten Westberliner Zeiten. Auch die wirtschaftliche Entwicklung, die man noch in den 1990er Jahren größenwahnsinnig als Selbstläufer betrachtete und beschwor, wurde endlich angeschoben. Konzentration auf die eigenen Potenziale und kluge soziale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung haben es ermöglicht. Meine Damen und Herren, in den 10 Jahren rot-roter Regierung wurde Berlin nicht nur eine attraktive Metropole, sondern auch eine Stadt der Vereinigung und damit die wirkliche Hauptstadt. In Berlin kommunizierten Ost und West miteinander. Das war nicht immer einfach für die Beteiligten, mitunter auch schmerzlich. Aber es hat den Blick geweitet und Verständnis für die Perspektiven der jeweils anderen für ihre Geschichte und Biografien möglich gemacht. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Debatte um das Mauergedenkkonzept. In Berlin wurde das Schweigen und höfliche Desinteresse überwunden, das in den Jahren nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik zunehmende Unverständnis zwischen Ost und West das einsetzte, nachdem die Feierstimmung der deutsch-deutschen Vereinigung abgeklungen war. Nicht, dass Ost-West-Differenzen heute keine Rolle mehr spielen würden, aber sie rangieren doch deutlich hinter vielen anderen gemeinsamen Fragen und Themen. Das haben wir hier in Berlin bewerkstelligt und das ist in der Tat auch ein bisschen Grund zu Freude und Stolz. Meine Damen und Herren, Berlin hat durch die schmerzliche Konsolidierung des Haushalts auch dringend benötigte Gestaltungsspielräume zurückgewonnen. Spielräume, die es dringend brauchte.
um der rasanten Entwicklung seit diesen Jahren nicht einfach nur zuzuschauen und sich auf die Schulter zu klopfen, wie wir es heute wieder erlebt haben, sondern um sie zu gestalten, gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern. Ja, und da bin ich dann wütend. Nur 5 Jahre später, wieder regiert von einer sogenannten Großen Koalition, ist Berlin eine Stadt, über die sich nicht nur das gesamte Land, sondern die halbe Welt kaputt lacht. Wegen eines Flughafens, der nicht fertig wird, wegen chaotischer Zustände in der Verwaltung, so schlimm, dass wohl erstmals in der Geschichte diskutiert wird, ob hier turnusmäßige Parlamentswahlen stattfinden können. Wegen einer Regierung, die sich schlimmer streitet, als dazu mal die Kesselflicker und damit allerorten Kopfschütteln auslöst. Meine Damen und Herren, ich gebe es zu, ich kann über die Bezeichnung Failed City überhaupt nicht lachen. Und sie stimmt ja auch nicht. Dennoch funktioniert hier manches. Aber das geht unter, ja, hören Sie mir zu. Denn Dynamik hier in der Stadt, die hat eben nicht nur schöne Seiten, sondern eben auch ihre extrem belastenden. Und das Gefühl, das sich ausbreitet und das die Hintergrundmusik dieser Failed City-Gesänge bildet, ist folgendes. Die Regierenden hier, die haben das alles nicht mehr im Griff. Außer Selbstlob, Ankündigungspolitik und hektisch planlosen Gewurstel läuft hier nichts mehr. Und das, meine Damen und Herren, das beschämt mich und das ist ein Riesenproblem für uns alle. Und ich denke, dass wir alle eine Menge zu tun haben werden, damit sich das wieder ändert. Und es wird mehr sein müssen, als das Schulterklopfen einfach nochmal zu verstärken, in der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit die Dinge dann genauso sieht wie die Regierenden hier. Hauptstadt hin, Hauptstadt her, die zurückliegenden 5 Jahre waren für Berlin verschenkte Jahre. Alle Berlinerinnen und Berliner, die ja nicht zuallererst Hauptstädterinnen und Hauptstädter sind, sondern Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, können davon ein Lied singen. Denn immer, wenn eine solche urbane Dynamik innerhalb vorhandener Strukturen einsetzt, geraten die Dinge aus dem Lein und knarzt es im Gebälk. Wachsende Stadt, das bedeutet eben auch wachsende Bedürfnisse, wachsende Probleme und Widersprüche, wachsende Planungs- und Gestaltungserfordernisse. Und meine Damen und Herren der Koalition, seit Monaten versuchen wir in diesem Parlament immer wieder herauszufinden, was Sie nun eigentlich vorhaben, damit bezahlbares Wohnen, funktionierende Fortbewegung für alle, gute Leistungen des öffentlichen Dienstes und ein attraktiver öffentlicher Dienst, Schul- und Infrastruktursanierung endlich beherzt angepackt werden und wie das alles gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern funktionieren soll. Die gesamte öffentliche Infrastruktur Berlins braucht eine Frischzellenkur. Und Tatsache bleibt und ist, Sie, die Koalition, haben mit dem finanziellen Spielraum, der Berlin entstanden ist, in den vergangenen 5 Jahren nichts anzufangen gewusst. Bis heute gibt es keinen Plan für die Sanierung der Stadt. Und so reden wir dann heute, 3 Monate vor einer mutmaßlichen Wahl, über 25 Jahre Hauptstadtbeschluss. Jetzt nutzen Sie das Jubiläum der Bundestagsentscheidung, um Streit untereinander aus dem Weg zu gehen und Gründe zu liefern, warum Sie ausgerechnet Wolfgang Schäuble zum Ehrenbürger Berlins machen wollen. Michael Müller hat vorhin den Teil der Rede vorgelesen, den ich mir hier auch genau aufgeschrieben habe. Den brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Wo viel von Verantwortung für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit die Rede ist und Berlins Rolle im geeinten Europa. Meine Damen und Herren, lieber Michael Müller, nehmen wir diesen schäublerischen Anspruch als Maßstab. Müssten wir da nicht kurz innehalten und fragen, wie es um die Umsetzung dieses Anspruchs heute steht und um die Rolle Wolfgang Schäubles dabei, eines aktiven Politikers? Müssen wir nicht fragen, wie es um Europa aktuell bestellt ist, an dem Tag, wo Großbritannien über den Brexit abstimmt? Nicht zuletzt, weil Deutschlands Finanzminister eine Politik der Solidaritätsverweigerung verfolgte, die beträchtlichen Vorteile durch Exportüberschüsse und gemeinsamen Markt nutzen, ohne auch für die Risiken und Nachteile mit einstehen zu wollen, die andere dadurch erfahren. Diese Solidaritätsverweigerung war das Anlegen der Axt an den Prozess des Zusammenwachsens in der EU. Wenn das Gemeinsame nicht praktiziert wird, siegt nationaler Egoismus. Und seine hässlichen Geschwister sind der Wohlstandschauvinismus und der Rechtspopulismus. Beide gedeihen auf der Verweigerung von Solidarität durch die technokratische Exekution von Macht und ökonomischen Interessen. Diese Politik ist gescheitert, vollkommen gescheitert. Und wenn wir nicht einfach nur irgendwie geschichtslos und als Marketingetikett Hauptstadt sein wollen, sondern ein europäisches Berlin, dann sollte uns zumindest klar sein, dass diese Ehrenbürgerwürde nicht überall in Europa die gleiche Begeisterung auslösen wird wie in Ihrer Koalition. Brexit, Tina, basta.
Das Beschwören der Alternativlosigkeit ist Wasser auf die Mühlen der Ewiggestrigen, die Sie ja alle angeprangert haben. Wer das nicht begreift, der wird den Rechtspopulisten nur hilflose Appelle entgegensetzen können oder ein trotziges »Wir sind aber besser als unser Ruf«. Das ist doch eine politische Zaunkönig-Perspektive. Und Herr Saleh, Sie können doch nicht einerseits zu Recht anmerken, dass es falsch war, wie mit Griechenland umgegangen worden ist, um gleich danach gemeinsam mit Ihrem Senat einen der Personen, die für diese Politik prototypisch steht, die Ehrenbürgerwürde Berlins verleihen. Und weil es um 25 Jahre Hauptstadtbeschluss geht, es ist übrigens genau dieselbe Politik, die 2006 dazu geführt hat, dass der Bund und die Länder Berlin die notwendige Solidarität bei der Entschuldung verweigert haben. Es ist genau die Politik, Austerität und Technokratie, für die der Name Schäuble steht. Nun wäre ja zwischen Berlin und Bundesregierung durchaus einiges anderes zu verhandeln als Ehrenbürgerwürden. Komplettunzug der Ministerien, war da was? Seien wir mal ehrlich, die Koalition hat sich in den 5 Jahren, die sie in ihrem Amt ist, mit keiner Silbe drum gekümmert. 2014 hatten wir 20 Jahre Bonn-Berlin-Gesetz. Wäre ja mal eine Gelegenheit gewesen. 1994 wurde die Förderung der Bundesstadt Bonn als Wissenschaftsstandort, Kulturstandort, Entwicklungspolitikstandort zu einer Region mit zukunftsorientierter Wissenschaftsstruktur gesetzlich festgeschrieben. Ähnliches für die Hauptstadt Berlin findet sich nicht. Das drückt das merkwürdige Verhältnis des Bundes zu seiner Hauptstadt Berlin wirklich sehr gut aus. Es gibt kein Hauptstadtgesetz. Sie haben, soweit ich weiß, nichts dafür getan. Und das ist letztlich das Problem bei allem, worüber wir hier reden. Das ist eine schöne Anekdote. Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen dieses Hauses saßen vor nicht gar zu langer Zeit bei der Stiftung Zukunft Berlin. Dort hatte man erkannt, dass auch Berlin seinen Teil zu einer stärkeren Wahrnehmung der Hauptstadtrolle leisten sollte. Und man schlug uns eine Verfassungsänderung zur Annahme der Hauptstadtrolle vor. Ob wir das nicht vielleicht noch gemeinsam hinbekommen könnten in dieser Legislaturperiode. Vielleicht, zum 25. Jahrestag des Hauptstadtbeschlusses. Die Offenheit war da. Die Koalitionsvertreter erklärten sich bereit, die Sache in die Hand zu nehmen. Passiert ist nichts. Stichwort Liegenschaften des Bundes, die Berlin mehr als gut gebrauchen könnte. Für den Bau von preiswerten Wohnungen und Unterkünfte für Geflüchtete. Der Bund gibt da nichts freiwillig her. Zuständig, Herr Saleh, ist übrigens der Bundesfinanzminister, Wolfgang Schäuble. Stichwort Umzug der Ministerien von Bonn nach Berlin. Ist mir schon aus ganz persönlichen Gründen ein Anliegen, weil mein Mann ist einer der Pendler, die da zwischen Bonn und Berlin immer hin und her fahren. Und weil es hier heute noch keiner gesagt hat und mein Kollege Schatz mich darum gebeten hat, ich spreche die Worte jetzt wenigstens einmal aus. Lesben und Schwule heißt das, nicht Homos und Homosexuelle. Das sagen wir an der Stelle einfach stolzer. Aber die Kosten zweier Regierungssitze, ökologisch, fiskal, sozial, wenn das endlich aufhörte, es wäre ein Gewinn. Aber wenn es aufhört, Sie werden keinen Verdienst daran haben. Jedenfalls ist mir dazu nichts bekannt geworden. Integrationspolitisch würden wir auch verkraften, ca. 7.000 Bundesbedienstete neben Familien auch noch nach Berlin zu holen. Der alte Werbespruch, kommen Sie mit Ihren Kindern nach Berlin, die sind später sowieso hier, hat bekanntlich viel Charme. Und die finden ja auch eine Wohnung, denn Herr Geisel sorgt ja dafür, dass in dieser Preisklasse, aber auch eben nur in dieser Preisklasse, gut und viel gebaut wird. Nur der Druck auf all jene, die diese Einkommen nicht haben, könnte vielleicht etwas größer werden. Und da, meine Damen und Herren, finde ich, das müssen wir im Blick haben. Das ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker dieser Stadt. Dafür zu sorgen, dass die soziale Spaltung und Ausgrenzung nicht weiter wachsen. Das ist das, was von uns verlangt wird, und zwar zu Recht verlangt wird. Es passt in Wahlkampfzeiten immer gut, den Umzug der Ministerien von Bonn nach Berlin aufzurufen. Entscheiden wir hier sowieso nicht abschließend. Wichtiger aber für Berlin ist die Antwort auf die Frage, was zu tun ist, um Berlin zu einer Stadt der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit und Weltoffenheit zu machen. Gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern, die im vergangenen Sommer gezeigt hatten, dass ihnen die Stadt nicht egal ist und was sie zu leisten vermögen, wenn sie wissen, wofür. Und da, lieber regierender Bürgermeister, liegt es Problem. Die attraktiven Seiten Berlins, die Sie zu Recht hervorgehoben haben, die sind massiv bedroht. Und wenn wir nicht schnell was unternehmen, werden genau diese attraktiven Seiten verschwinden. Die Menschen, die sich hier in der Stadt engagieren, die werden unsere heutigen Rituale vermutlich nicht erreichen. Es hat ja ein bisschen was von politischem Sommerschlussverkauf. Und ich räume auch ein, lieber regierender Bürgermeister, es war keine schlechte Ankündigungsrede. Aber ich habe mir doch die Frage gestellt, für welche Regierung Sie diese Regierungserklärung eigentlich gehalten haben und ob sie eine Bilanz ersetzt
eine Bilanz dessen, was in den vergangenen 5 Jahren passiert ist. Und ich habe auch den Eindruck, lieber Reitz-Allee, zwischen Vision und Pathos einerseits und der Realität andererseits klafft bei Ihnen doch noch eine ziemlich große Lücke. Meine Damen und Herren, dass die scheidende Koalition dieser Debatte hier seit Monaten ausweicht, ist das eine. Aber das andere ist, steht ja ein Wahltag vor der Tür, also für den Fall, dass das klappt. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Berlinerinnen und Berliner diese Debatte führen werden, egal ob sie ihr ausweichen oder nicht. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass nach dem 18. September hier eine Regierung die Chance hat, einzusteigen, die diese Probleme endlich beherzt angeht. Vielen Dank.